Also, genau. Wir verlassen jetzt den technischen Bereich und wollen einen Blick in die Zukunft wagen und eine Reise nach Quality Land machen. Und zwar fragen wir uns, auf dem Weg nach Quality Land oder sind wir schon mittendrin? In Quality Land lautet die Antwort auf alle Fragen okay. Das nehme ich schon mal vorweg. Und ein bisschen mehr Informationen wird der Jörg uns jetzt gleich erzählen. Aber da kommt ja erstmal die erste Frage, die wir uns natürlich stellen. Sollen wir mit dem Vortrag fortfahren? Da die Frage ins Publikum. Was ist wohl die Antwort? Okay, danke. So, genau. Dieser Talk ist inspiriert auch von der letzten Foskes. 2018 hat der Jörg schon einen Talk, einen Lightning Talk gehalten und am Schluss hat er sich bedankt bei Marc-Uwe Kling und auf Quality Land verwiesen. Das hat mich natürlich hellhörig gemacht und neugierig gemacht und ich habe mich natürlich da direkt mal informiert und danach hatten wir das Gefühl, Mensch, das müssen wir hier nochmal ein bisschen breiter aufstellen. Genau, und wer bin ich, dass ich ablehnen kann, wenn Astrid mich fragt, ob wir zusammen einen Vortrag halten wollen? Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Ganz kurz für diejenigen, die Quality Land noch nicht kennen, das ist ein du mit deinem Pointer, Astrid. Ach so, ja gut, ja, mach das mal. Eine dystopische Science-Fiction-Satire, spielt in der Zukunft, ist sehr lustig zu lesen oder zu hören. In Anlehnung an Arnos Lightning Talk gestern gibt es da immer noch nur schwache künstliche Intelligenzen. Die starke künstliche Intelligenz droht allerdings im Hintergrund. Dafür durchwuchern die künstlichen Intelligenzen wirklich alle Lebensbereiche in diesem Roman. Es gibt Lieferdrohnen, die natürlich automatisch ihren Weg finden, die aber auch Produkte liefern vom größten Online-Händler, von dem man noch gar nicht wusste, dass man sie haben will. Es gibt sehr intelligente PDAs, Personal Digital Assistants, also weit mehr als wir mit den Smartphones kennen. Es gibt Partnervermittlungen, die findet den besten Partner, nicht mehrere zur Auswahl, sondern nur den einen, der ist es dann und das ist einfach perfekt, weil muss man sich nicht mehr mit stressen. Es gibt selbstfahrende Autos, die durch die Gegend fahren, die mit einem reden, Smalltalk machen, die Lieblingsmusik spielen, während man fährt. Wenn sie einen abgeliefert haben, fahren sie einfach weiter. Das Parkplatzproblem ist gelöst in Quality Land, weil eigentlich keine Autos mehr parken, sondern die alle nur noch unterwegs sind. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr bequemes Leben, oder Astrid? Ja, könnte man jetzt denken, aber dieses Leben hat natürlich auch Konsequenzen. Ja, das ist zwar sehr bequem, aber ja, es bringt auch ganz viel Transparenz mit. Da könnte man ja jetzt denken, ja, wieso nicht? Das ist doch eigentlich eine feine Sache. Aber die Transparenz betrifft einen selber. Das heißt, wir als Personen sind da total transparent, weil diese PDAs, die wissen einfach alles über dich und plaudern das auch aus. Sobald man jetzt jemanden trifft, fängt das an zu plappern und sagt, ja, ach, jetzt der Jörg, der ist Level 16 oder vielleicht und Uhr, danke. Ja, und so weiter. Ja, also das ist eigentlich auch ein bisschen zu viel. Außerdem muss man nicht mehr selber denken, das Selbstdenken wird überflüssig, weil dieses PDA, das macht das für einen und die Lieferdrohne bringt, was man noch gar nicht wusste, dass man das brauchte und man muss eigentlich gar nicht mehr selber nachdenken. Die Autos fahren einen überall hin und man muss einfach nur reagieren. Wenn ich was Müll in der Hand habe, steht da schon ein Mülleimer bereit und ich brauche das Ganze nur fallen lassen. Dann ist es noch eine völlige Manipulation. Ich bekomme nur die Informationen geliefert, die mir in meinem Level vielleicht als interessant erscheinen könnten. Ich bekomme nur die Freunde geliefert, die vielleicht zu meinem Level passen und kann gar nicht mehr selber entscheiden. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Frage, wo sind wir denn eigentlich heute? Quality Land auf dem Weg dahin oder schon mittendrin? Oder vielleicht schon mittendrin. Ich denke mal, zum Glück sind wir noch nicht mittendrin, aber schon sehr nah dran mit dem, was wir haben. Es geht in die Richtung, wir haben Kaufvorschläge im Online-Shop, wir leben in unseren Informationsblasen, wenn wir nicht aufpassen, kriegen nur die Infos, die uns interessieren. Es gibt die ganzen Assistenten, Siri, Alexa, es gibt die Navigationssysteme, die letztendlich verhindern, dass wir unsere Umwelt wahrnehmen und wissen, was links und rechts der Strecke liegt. Die ganzen DGSVO-Einverständniserklärungen im Web, auch da hat man heute schon eigentlich immer nur die Möglichkeit, okay zu klicken oder die Seite zu schließen. Und wir als Foskes-Community, als Entwickler sind natürlich auch wirklich dabei, daran zu arbeiten, dass wir diesem Quality Land näher kommen. Wir haben Routing-Anwendungen, Location-Based Services, es gibt Drohnenvorträge. Ich mache jetzt mal ganz schnell, ich hatte ein bisschen was rausgesucht hier aus dem Programm dazu, aber das könnt ihr alle
selber finden. Wichtig ist uns jetzt nochmal zu sagen, dass wir den Fortschritt nicht aufhalten können und zumindest wir hier vorne auch nicht wollen. Aber wir sollten uns durchaus der Probleme bewusst sein, die da kommen können und sollten den Fortschritt auch entsprechend kritisch begleiten. Ich glaube, das war jetzt dein Part, aber du redest immer so viel, wir müssen fertig werden. Also, genau. Letzter Aufruf, bleibt kritisch. Ja, danke.